Um mit dem Sturmsoldaten von Level 14 auf Level 15 zu kommen, müssen wir 20 Gegner in den Raketensilo-Ruinen auf Golem Island töten, ohne zu sterben. 10 Gegner mit einer Schrotflinte im Lava-Dukt von Golem Island töten, ohne zu sterben. Und 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln in weniger als 30 Sekunden erreichen. Also ohne Fehlschüsse. Immer diese blöden Zeitlimits. Da komme ich nicht mit klar. Ich glaube jetzt schon zu wissen, dass wir dort hängen. So, wir machen hier zuerst das die Raketensilo-Ruin. Denn ja, da kann ich mal wieder meine treue 416 benutzen. 10 Gegner müssen wir hier, nee, 20 Gegner müssen wir hier töten, ohne zu sterben. Die Sensorgranate ist hier mein bester Freund, habe ich das Gefühl. Die Frage ist, wie weit muss ich da reingehen, dass es zählt? Warum fahren da oben jetzt plötzlich Drohnen rum? Finde ich nicht so cool. Ich weiß, ich laufe wieder dauernd geduckt rum wie so ein Spacko. Soll ich ja nicht machen. Wollte ich ja auch nicht mehr machen. Da ich mir hier so unsicher bin. 10 Gegner ohne zu sterben. Das sind überhaupt keine 10 Gegner. Bestimmt hier im Gebäude noch welche. Da ein Raketenschützer auf dem Dach. Da oben ist überraschenderweise niemand. Keiner. Überall wird gescannt. Da sind noch so ein paar vereinzelte. Da geht's bestimmt rein. Oh ja, da geht's rein. Oh wei. Die Augen auf. Oh wei. Okay. Es könnte sich doch zu einer größeren Herausforderung. Zu einer größeren Herausforderung entpuppen, als ich dachte. Ich mach die da jetzt mal trotzdem weg. Geht nicht, sind so weit weg, alles klar. So, ich gehe hier auf das Silo drauf und dann. Haben wir zumindest mal Sicht auf den Raketenschützen. Sofern ich hier jetzt nicht irgendwo ganz dumm entdeckt werde. Ja, ja. Oh, guck mal da. Ist nur ein Schild, verdammt. Bling. Das war der zweite. Bleiben noch 18. Waffenkiste. So. Da hinten stand irgendwo einer rum. Da steht er. Och Gott, diese Sonne. Einfach zusammengeklappt. Sehen wir hier noch jemanden? Nee, ne? Ah, da hinten ist noch ein Raketenschütze. So, bleiben noch 16. Ich werfe mal so eine Sensorgranate da auf das Dach. So mitten drauf. Jo, 3 Stück da unten drin. Irgendwie so da am Rand ein bisschen. Ja, okay, es sind nur die 3. Dann habe ich hier gerade noch eine Stimme gehört. Nix. Da hinten? Ah, ist nicht weit genug gekommen, verdammt. Ah, da ist tatsächlich einer drin. Da ist tatsächlich einer drin.
Moment mal, ich kann die doch bestimmt rauslocken mit einem Köder. Einen großen Köder. Hier. Okay, ja, zumindest einer hat's gehört. Da hinten kann ich nicht in Deckung gehen, da bleibe ich hier. Hier ist nichts. Suchen weiter. Ja, sucht mal weiter. Hier ist nichts. Oh, fuck. Bling, bling. Einer ist noch da drin. Ah, der kommt jetzt gleich raus wahrscheinlich. Ich wechsle auch die Position. Der Typ unten im Silo. Frage ist, wo ist der? Da drin steht er. Hinterm Fenster. Ich scoute hier immer noch ein bisschen. Also wir haben da eine Kiste, da läuft noch ein Wolf rum. Da... Da hast du deinen Standort. Hey, wo war das? Ach man, muss der jetzt so rennen? Toll. Sag mal, stirbst du mal bald? Oh shit, Funker. Ja, das hätten eben die vier Schüsse. Die vier Kills mit vier Schüssen sein können. Wer genau weiß, wo ich bin. Darf ich nur nicht sterben, ne? Ja. Da noch so ein Ding hin, nur zur Sicherheit. Ich höre doch da Schritte, sag mal. Ich habe leider total vergessen, wie weit es ist. Scheiße! Holt euch die Wichser! Flupp. So. Ich habe keine Sensorgranaten mehr, leider. Also aufpassen, dass ich nicht so viel getroffen werde. Aber wofür haben wir denn die Tote? Haben wir? Oh Gott. Willst du mich verarschen? Gut, er hat offenbar nicht gewusst, dass ich da bin. Also auf der anderen Seite, er ist nur zufällig gerade in die Richtung gegangen, damit er selbst da die Deckung hat. Also... Oh oh. Nice. Das letzte Ding mit einem Knall beendet. So, okay, dann als nächstes 10 Gegner mit Schrotflinte im Lavadukt töten, ohne zu sterben. Ich bin halt immer noch im Kampf, ne? Ich muss hier weg. Damit ich da oben zum Lavadukt kann. Das Lavadukt ist da oben. Ich habe mich ja diesmal ein kleines bisschen vorbereitet und habe vor der Folge, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, geguckt, wo die ganzen Orte sind, wo ich hin muss. So, Dali.
diese Patrouille, da hätte ich trotzdem gern noch. Zumindest die Drohnen. Ich meine, die dicke Drohne, die schaffe ich nicht, da mache ich mir gar keine Illusionen. Aber die Flugdrohnen und die Wolves. Okay, Wolf mit schwarzer Kapuze. Das ist mein. Das ist der andere, der ohne Kapuze ist meine. Hat gerumst. Was? Wo kommt ihr denn her? Hab noch nichts Interessantes gefunden. Leck mich mit dem Scheiß. Mann, verloren. Und schon sind wir wieder verletzt. Ist aber kein Problem. Wenn wir sterben, sind wir gleich aus dem Kampf draußen und dann... Oh mein Gott, hätte ich die Cam an. Alter Schwede. Wenn das mal kein überraschtes Gesicht war. So, schnell zu den abgestürzten Flugdrohnen hinhumpeln. Wo sind die? Hingeflogen, da hinten ist eine. Ah, die andere auch. Nee, nur eine Abdeckung. So, wo ist die andere? Wo ist die andere abgestürzt? Da. Alles klar. Da ist er. Hä? Ist auch nur eine Abdeckung? Kann doch nicht sein. War das hier doch keine Abdeckung? Ach nee, das war die komplett. War die richtige Drohne. Okay, alles klar. So, darf ich mich jetzt teleportieren? Ja, darf ich. Schnellreise machen, ja. Als wäre es eine Schnellreise, es ist ein Teleport. Punkt. So, dann einmal ans Biwak. Und schön die Kugel aus dem Fleisch ziehen. Mit dem Multitool. Das habe ich auch noch hier liegen. Ich liebe Multitools, aber mein Multitool hat wahrscheinlich ein Hundertstel von dem gekostet, was das da gekostet hat. Das Billigste vom Billigsten. Gut, haben wir das Wichtigste gesehen. Können wir den Rest überspringen. Bauen wir uns nochmal ein paar Simultanschussdrohnen, Sensorgranaten, Ablenkungsköder und alles, was wir verbraucht haben. Und dann... wechseln wir auf die Schrotflinte. Und zwar wieder die... Warum springt das immer nach oben? Ich verstehe es nicht. Wieder die Saske. Ich habe mir nämlich in der Zwischenzeit auch extra bei Maria... Hä? Ich habe mir ein anderes erweitertes Magazin noch gekauft. Erweitertes SF-Magazin hat da gestanden. Hm. Ich dachte, das wäre vielleicht ein größeres. Mit 20 Schuss oder so. Aber scheinbar nicht. Na gut, dann. Halt nicht. Gut, so, abbrechen. Ja, 10 Uhr ist gut. Ich weiß, da steht 11, aber hätte immer eine Stunde früher aus dem Biwak geschmissen. Wobei, ich könnte eigentlich mal gucken, ob das gefixt wird. Ich bezweifle es aber. Gab ja schon ewig kein Update mehr. Also kein Bugfix-Update. Ich glaube nicht, dass da noch groß was kommt. Ja, 10.30 Uhr ungefähr. So, im Lavadukt. Ich muss da rein und dann bin ich im Lavadukt. Gibt's da? MK17 Shorty. Zehn Gegner ohne gestorben zu werden. Ah, ja, da wären noch Leitern gewesen. Okay. Das Ding ist, wo geht's denn da jetzt wirklich rein? Ich war noch nie.
war noch nie hier. Okay, man muss also langsam in die Dinger laufen. Sag mal. Muss ich da hoch? Da unten ist auf jeden Fall was. Geldcredits sind da unten noch. Aber unten komme ich nicht. Ne, da komme ich nicht bei. Ich lasse die Kiste jetzt auch da. Ich würde am liebsten wieder runtergehen. Aber als Geldcredits kann man nie genug haben. Weißt du, da hast du so 50.000 Geldcredits und denkst, ach geil, jetzt kann ich mir richtig viel kaufen. Dann kaufst du dir viel Kosmetik und das Geld leer. Hab mir zwei coole Masken gekauft und eine Brille. Und das erweiterte SF-Magazin. Und ja, dann hat schon nicht mehr für was anderes gereicht, was ich noch haben wollte. Für eine andere Maske. Weil eine Maske allein schon, weil die Maske, die ich dann nachher noch haben wollte, 15.000 gekostet hat. Und die anderen Masken auch schon, so 10.000, 7.500. Vielleicht auch mehr. So. Bin ich jetzt im Lavadukt? Sieht mal so aus. 10 Gegner. Einer hier. Da patrouilliert einer. Hinten gibt es eine Kiste. Und zwar eine. Keine Ahnung, Kiste im Container. Jetzt weiß ich, warum das so schwer ist. Hier haben wir verdammt lange Strecken. Viele Dingsens. Also kann ich? Ich muss das mal ausprobieren, ob ich dem auf die Distanz keinen Headshot geben mit der Schrotflinte. Bin immer irritiert, weil der Laser woanders hinzeigt. Jo, geht. Weil der Laser woanders hinzeigt als die. Als das Fadenkreuz. Also hier gibt es einen Haufen Geschütztürme und die Strecken sind relativ weit. Deshalb soll ich das bestimmt auch mit der Schrotflinte machen hier. So, da unten ist doch einer rumpatrouilliert eben. Ich geh mal da hoch. Den krieg ich wahrscheinlich nicht auf die Distanz. Ich weiß, da hinten ist eine Kiste, aber da pfeife ich jetzt mal drauf. Vielleicht mache ich das mal separat. Für sowas würde sich. Oh Gott. Bitte nicht Flugdrohnen. Für sowas würde sich ja eigentlich prinzipiell ein Livestream anbieten, ne? Zwei. Ich hab den anderen vergessen da unten. Wo ist der? Hat er gerade einer Wow gesagt? Oh ja, hat die Leiche entdeckt. Schnell hin, bevor es meldet. Oh, scheiße. Ah. Na toll. Na toll. In den Container, ich muss in den Container, wo die Kiste drin ist. Oh Gott. Zum Glück bin ich nicht wirklich verletzt. Ah, toll. Komm, dann nehme ich mir wenigstens die Kisten noch mit. Ich muss raus da.
Oh Gott, es sind zwei. Ich weiß nicht, schafft sie das noch? Das werden wir gleich sehen. Wieder irgendein Prioritätseinsatz, irgendeine Prioritätseliminierung. Ein Raid-Einsatz abgeschlossen. Cool. Bin ich eigentlich verletzt? Nee, bin ich nicht, gut. Also nicht schwer verletzt. So dass ich verbunden werden müsste. Zum Glück habe ich ja mir den Verletzungsresistenz-Buff gegönnt am Bifak. Wie viele Gegner haben wir denn jetzt? Hier waren es 4, drüben 2, also 6. War das alles? Hier? Ah, da noch einer, ne? Das sind dann 7, also fehlen noch 3. Okay, der Stoßtrupp ist... Also, gut, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem Sniper, denn wenn der mich einmal richtig erwischt, dann... Gute Nacht. Wo sind denn die Drohnen runtergekommen? Drohnenteile sind wertvoll. Ach, direkt vor mir. Da. Die andere ist, glaube ich, oben runtergekommen, oder? Da liegt die Abdeckung. Ja, da ist die Drohne. Wo genau sitzt denn der Sniper da? Ach, da war der. Okay, die haben mich schon wieder vergessen? Das ist sehr cool. Dann laufe ich mal schnell rüber und deaktiviere noch das Dingens. Und 3 Gegner müssen noch zu schaffen sein. Ich muss sie ja nicht hintereinander töten, ne? Nee. Ansonsten hätten wir die Aktion mit den Simultanschussdrohnen, nämlich die Tour, vermasselt. Ich muss hoch. Verdammt. Kann ich auch? Kann ich nicht? Gut, dann kann ich mir aber hier ja gerade noch die Drohnenteile schnappen. Hä? Kann ich nicht? Sind die woanders? So. Die mich ja offenbar vergessen haben. Das sind halt einfach die besten Soldaten der Welt. Wolf Sentinel sind echte Profis. Da oben steht jemand, den ich entdecken kann. Und da unten auch. 3 habe ich gesagt, brauche ich noch. Ne? Es ist vorbei. Da oben der Sniper. Kriege ich den von hier? Jo. Feindliche Kräfte! Sie greifen uns an! Noch einer. Hier scheint alles sauber zu sein. Geschafft! Yay, nice! Fehlen nur noch die 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln in 30 Sekunden. Oder unter 30 Sekunden? In unter 30 Sekunden. Okay, und jetzt runter und noch die Skycredits schnappen, oder? Kann ich da... Nee. Ich klemme jetzt nicht dazwischen, oder? Ich klemme dazwischen. Ich werde wahnsinnig. Ich komme nicht mehr raus. Na toll. Geil. Und Schnellreise machen kann ich jetzt auch gerade nicht, weil im Kampf
Adieu, du schnöde Welt. Going out with a bang. So, jetzt noch 4 Kills mit 4 Kugeln in weniger als 30 Sekunden. An und für sich kein so großes Problem. Das 30 Sekunden Ding ist halt ein bisschen blöd. Das mache ich aber auch nicht hier. Wobei, es wäre hier eigentlich, wenn ich mir eine Sniper ausrüste, also eine PSG, keine SSG. Also kein Scharfschützengewehr, sondern ein Präzisionsschützengewehr. Dann müsste das hier eigentlich relativ einfach machbar sein sogar, weil die Distanzen relativ groß sind und immer so Zweierkrüppchen Gegner beisammen sind, so ein bisschen. So, gehen wir erstmal zum Biwak. Zurück. Ich meine, wer macht denn hier einen Biwak? Sollen ja angeblich alte Biwaks ja Selbstversorger sein. Glaube ich nicht. So. Dann Art. Sturmgewehr. 5 Millionen Sturmgewehre. PSG. Haben wir da ein PSG mit einer schönen Reichweite? Muss ich Kopfschüsse machen? Ja, ne? Dann brauche ich schöne Reichweite. Wo fangen die denn an? Hier. Reichweite. Komm. Machen wir den Vergleich. Alter Schwede. So, Reichweite. Das hat mehr Reichweite. Ich habe da keine große Präferenz. Na gut, ja, natürlich die G36 C-Scout. Aber die ist eigentlich gar nicht so gut. Ist halt nur eine G36. G28 auch nicht so gut. Siehst du, die hat überhaupt keine Reichweite. Im Gegensatz zu der. Ich glaube ja die. Ich glaube, mehr gibt's nicht, oder? Ja, so mehr. Mehr ist nicht drin. Also haben wir hier das Beste, was wir haben können. Und noch nicht mal komplett geupgradet. Hä, warum Sturmgewehr? Ach so, weil es ein Scout-Umbau ist. Okay. Kein Dual Range. Gibt's keins, was... Große Entfernung mit Mehrfachskala. Oh, ein T5XI. Ja, das nehmen wir. Rückstoß gibt's dafür. Können wir da noch ein bisschen mehr rausholen? Oder? Nee? Okay. Unterlauf. Oh, guck mal, 10% Reichweite. Gibt es vielleicht ein Entfernungsmesser? Den Zweibein noch. Weniger schwanken. Ja, komm, das nehmen wir. Die Laufabdeckung. Entfernungsmesser. Nochmal ein Plus an Reichweite. Mündung, aber ein Schalldämpfer. Alles andere. Den nicht viel Sinn und bei Headshots ist es eh egal. So, gut. Und dann machen wir es nochmal hell. Wobei, es ist eigentlich noch hell. Ist nur hier auf Golem Island, so in der Nähe, beziehungsweise am Vulkan. Ist halt ziemlich neblig. Warum ist jetzt so dunkel? Weil ich im Schatten bin, ne? So. Oh, vielleicht doch keine so gute Idee. Lass mal gucken, wie die schießt. Ah, hier könnt ihr jetzt gerade, also hier kannst du jetzt gerade das Problem sehen, von dem ich mal gesprochen habe. Der Tracer, also dieser rote Punkt, der wegfliegt, fliegt viel langsamer als die Kugel selbst. Pass mal auf, der Einschlag, der kommt ungefähr hier.
Und der Tracer fliegt noch. Siehst du? Also gut, hier ist er da unten gekommen, ne? Aber hier siehst du? Tracer fliegt noch und Kugel schlägt schon ein. Und genau aus dem Grund treffe ich diese blöden Amazon-Drohnen nicht mehr. Weil ich dann einfach nicht abschätzen kann, wo schieße ich denn jetzt wirklich hin? Vielleicht hätte ich mir doch das Dual-Range-Visier nehmen sollen. Vielleicht ist so ein... Wie viel Fachvisier ist das? Wie viel fache Vergrößerung hat es? Ach stimmt, ich kann ja on the fly ändern. Stärkste Vergrößerung, ich guck mal. Was war das andere? Nicht das, ich meine das hier. Schauen wir mal. Oh, guck mal, wo gehe ich denn hin? Achso, da war ich ja eben auch. Verdammt. So. Vielleicht können wir das mal angucken. Ja, da können wir vielleicht doch besser sehen dann. Auf die Distanz. Überhaupt kein Drop. Krass. Da auch fast kein Drop. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Dann mache ich es einfach so wie früher in Battlefield. Schieße einmal irgendwo hin, was ungefähr genauso weit weg ist und gucke, wo die Kugel einschlägt. Damit ich weiß, mit welchem Mildert ich das Ganze... Ja, kletter hoch, Mann. Auf welchen Mildort ich zielen muss. So, da die Gegner ja immer ein kleines bisschen random sind, gucke ich mir das Ganze hier nochmal an. Da unten läuft einer. 30 Sekunden ist nicht viel. Aber weißt du was, ich töte... Ups. Ich wollte aus der Drohne raus. Ich töte die jetzt hier unten. Also hier auf meiner Seite. Alter, instant. Und dann gucke ich, da hinten ist eine... Oh, da stehen gar keine jetzt. Okay, das ist doof. Ich falle mal runter. Oh, das war vielleicht tiefer als ich dachte. So, irgendwo patrouilliert noch einer rum. Guck mal, da oben sind zwei. Ja, läuft runter. Da hinten ist einer. Hier ist nichts. Doch. Boah, da oben fliegen die Drohnen rum. Vier Gegner brauche ich, nur vier. Das sind die natürlich komplett anders verteilt, das ist halt schade. Okay. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bam! Und damit sind wir auf Level 15. Sehr nice. Haha. Das war. Also die Waffe hier gefällt mir echt gut. Prima. Dann ja, haut mir ein Abo rein. Aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.